Wieder in der Baumbasis. Wir versuchen uns gerade in der Hecke von Ast zu schlängeln und irgendwie an diesen Superchip ranzukommen. Das Problem, es wird sehr, sehr schnell dunkel. Weswegen wir jetzt dazu übergegangen sind, immer genug Rohstoffe in der Hinterhand zu haben, um uns ein Zelt zu bauen. Auch für den Respawn-Punkt. Richtig. Deswegen haben wir hier mitten im Nirgendwo hier ein Zelt gebaut, bei dieser Basis hier. Und ich würde sagen, das ist ein guter Punkt. Mhm. Wo ich jetzt gerade auf die Karte sehe, merke ich, dass da noch ein ziemlich weiter Weg ist bis zum Superchip. Ist echt noch weit. Schaffen wir das? Klar. Easy! Aua. Ich wollte nicht, Entschuldigung. Nein. Ich wollte dich nicht schlagen. Nee, das erinnert mich daran, ich wollte noch ein paar Verbände herstellen. Ja. Erinnert mich daran, ich wollte dich auch noch verprügeln. Stimmt, das war das. Ach, ja, klar. So, ich habe noch ein paar Smoothies dabei. Vielleicht sollte ich mal Bufffood verwenden. Aber dann wiederum auch. Ja, wenn wir euch hier einmal einen falschen Schritt machen, dann sind wir sowieso direkt dead. Alter, wie weit das runtergeht, ne? Ja! Wir haben auch eine Nachricht bekommen, Radnetzspinnen wollen uns loswerden. Mhm. Das ist, glaube ich, so ziemlich die schlimmste Nachricht, die man bekommen kann. Ist richtig. Passend dazu, wir haben auch was vergessen. Den Spinnenbefall hier. Oh, stimmt. Stimmt. Was ist das? For so long I have felt taunted by the spiders of the yard. Climbing, crawling, skittering with the greatest of ease. Oh, and how they delight in violating my workspace. I can't take a single step without getting stuck in their confounded webbing. Da hat er recht. I'm wasting daylight, running, climbing, surviving. Die Lösung? The broken lab, the entire yard for that matter, has become untenable. But perhaps my spider friends hold the key to my problems. Was? Aber was? Das hab ich nicht ganz verstanden. Oh nein, ich hab's nicht verstanden. Okay, die Spinnen sind die Lösung des Problems. Aber von welchem Problem? Ich weiß nicht von welchem Problem. Von unserem aktuellen Problem ist es definitiv. Es ist die Quelle des Problems. Yes. Wir haben übrigens, das ist auch eine Eigenschaft dieses Gartens hier, wir haben keine Ahnung, wo wir lang müssen. Wir könnten hierhin. Ah, hier ist eine Seilrutsche. Da! Ah. Aber ich weiß nicht, ob die zu irgendwas Sinnvollem führt. Pro Wusch. Das ist nichts Sinnvolles, was? Warte. Wo bist du? Ich bin... Ist überall alles von diesen Nestern voll. Ja, also ich bin direkt an der Basis eigentlich. Okay. Also ich hab hier eine Seilrutsche, die hier runterführt. Achso, ja, da stehe ich. Ah, genau, okay. Das bringt aber irgendwie nichts. Weil da können wir auch easygoing hingehen. Ist das so? Es ist ja immer noch auf der Hecke. Ja. Sollen wir da hingehen? Oh, ich weiß es nicht. Ich guck mal kurz. Also von der Karte aus ist es die richtige Richtung. Sollen wir? Na, dann machen wir es mal, wenn es die richtige Richtung ist. Der Pete einfach wie er eskaliert. I'm flying! Das ist die Disc, von der die Rede war! Just a toy, Willow. And they say we grow up so fast. Oh, wusch. Das sind Spinnen. Ich sehe es. Was? Warum schießt sich so komisch? Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Irgendwas blockt meine Pfeile ab. Da hinten ist noch eine Basis. Da ist eine Basis, da müssen wir hin. Also, ganz ehrlich, in dem Spiel wäre das hier so eine Arena, die irgendwie zugehen würde und überall diese ganzen Spinnendinger würden einfach schlüpfen und wir hätten so voll diese Massenbegegnung. Oh, apropos Massenbegegnung, schau mal Richtung Hecke. Genau dahin. Was oh nein. Ist das? Oh, das ist ja ein riesiges Spinnennest. Was? Ach du Scheiße. Oder ein Vogelnest. Die machen das auch manchmal, aber mit Spinnenseil. Ich versuch's mir auch nur schön zu reden, Bruder. So, warte, wir können mal gucken.
Ey, können wir da? Wir können da lang. Wir können da safe lang. Ein Schritt nach dem anderen. Ein Schritt nach dem anderen. Ein Schritt nach dem anderen. Oder? Mhm. Das sieht so feindlich aus. Also ganz ehrlich, meine Ausrüstung ist nicht bereit. Ja. Ich habe keine Fackel dabei. Oh, das stimmt. Ich crafte mal gerade eine. Das ist nicht die Antwort, die ich hören wollte. Aber wir können gerne mal kurz eine Fackel machen. Oh nein, warte. Gruppe sei fallen gelassen. Oh nein. Dammit, hast du noch Faserverband? Also Pflanzenfaser, sorry. Hast du noch Pflanzenfasers? Zwei Stück. Reicht das? Kannst du mir die Reicht das? Ja. Klar, sicher. Wir legen zusammen für so eine Fackel, Alter. So voll die armen Typen. So. Und zack. Leucht uns den Weg, Kollege. Warte. Ich muss noch... Pollen kann ich nicht hier lassen. Gib mir die Pollen, Ich hab einen angefahrenen Stack mit Pollen. Oh. Hier, Pollen liegt. Perfekt. Und Fackel. Das Kleeblatt auch aufnehmen, oder? Kannst du alles aufnehmen. Ich habe keinen Platz mehr dafür. Ich habe alles auch keinen... Okay, ich habe noch ein bisschen Platz. Bist du bereit, Bruder? Hast du die Fackel jetzt? Ich hab sie. Ja, trink noch einen Schluck. Trink dir Mut an. Warum gehen wir denn jetzt überhaupt rein? Ich will da nur mal gucken. Ach, Scheißdreck. Entschuldigung. Hallo. Hallo, Spinnchen. Sie wollen uns übrigens loswerden. Ich will's nur mal gesagt haben. Guru! Da über uns ist was. Was? Was ist das? Das sind eingewebte rote Ameisen. Oh nein, wie grausam. Können wir die looten? Nein, leider nicht. Ach du Schande. Geh mal weiter rein. Du hast die Fackel. Du hast die Fackel deswegen. Wow! Ist das die Spinnenkönigin da oben oder was? Was? Nein, ich glaube, das ist eine Stinkwanze. Ach du Schande, Leute. Ich will hier nicht sein. Da hinten? Warte, was ist das? Ich glaube, da geht es weiter. Boah, was ist das? Was? Was hast du entdeckt? Was hast du entdeckt? Komm schnell her, was ist das? Mutterspinnensnack? Boss herbeirufen. Herbeirufen. Wenn wir hier Warte, einen Snack nein. reinlegen, dann, ach so. Dann rufen wir den Boss. Ach so, ich dachte, wir rufen unseren Boss, weißt du, Burkle oder sowas, und das mich das mal anzugucken. Ach du Schande. Ach du. Kann es? Wir haben zum Glück keinen Mutterspinnensnack. Ja. Aber vielleicht können wir rausfinden, aus was das besteht. Guck mal ganz genau hin. Kannst du erkennen, woraus das Ding besteht? Aus irgendwas Grünem? Also nee, scheint keine irgendwas. Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Das da kann ja alles sein. Das da kann wirklich alles sein. Ich kann es nicht rausfinden. Damn it! Ich bin so froh, dass man den Boss erst rufen muss und dass der jetzt nicht einfach kommt und uns zersägt. Das stimmt halt einfach. Okay, genug gesehen. Ciao. Aber allein das wäre schon ein wunderschönes Wallpaper, oder? Total. Allein in der blauen Höhle ist dieser kleine Piet. Dann stell dich mal atmosphärisch hin. Atmosphäre. Oh, das ist ziemlich, ziemlich gut. Oh. Oh. noch das hier weg. Oh, Wallpaper. Oh. Oh, Alt-F1. Oh, mein Gott. Oh. Ah, ich fand's schön. Ja, es ist voll geil. Vor allem, wenn du hochguckst, weißt du, es ist einfach hier, hier und halt hier so drei Löcher. Sieht aus wie so ein Totenkopf. Sieht einfach aus wie so ein Totenkopf, so ein bisschen. Einladend. Total einladend.
Vor allem genau die brauchen wir, Stinkwanzen. Für diverse Sachen. Ich find's jetzt auch sehr, sehr schade, dass man die nicht einfach abgrabbeln kann. Alter. Ich dachte gerade, das ist dein Bein. Entschuldigung, was? Zurück zu dem, was wir eigentlich machen wollten. Ja! Wir wollten ja gar nicht die Spinnenmutter rufen. Ist das markiert hier irgendwo? Flingman Flying Disc, dass das markiert ist. Das markiert's. Oh mein Gott. Denk dran, hier sind Spinnen. Genau. Lass die zuerst killen, okay? Okay. Bevor wir uns weiter umsehen, bevor die auf einmal sich denken, yo, Digga. Du hast eine Farbe aufbekommen, Supreme. Ja, cool. So, hab die. Einen hab ich auf jeden Fall. Sehr schön. Nice. Sehr schön. Beide sind down. Sehr, sehr geil. Perfekt. Spinnen jetzt noch kaputt machen. Spinnenfarben sehr, sehr bekommen. Schön. Sehr schön. Wow, noch eine. Okay, ich komm. Und zack, hab sie. Sehr schön. Zu gut gemacht. So, wir könnten jetzt weiter. Wir müssen ja jetzt weiter. Wir müssen in irgendeine weiter. Richtung. Ich glaube, da hinten diese Richtung sieht gut aus. Lass mich auf der Karte gucken. Wir müssen hier auf jeden Fall genau hier so die Richtung. Sehr, 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 sehr gut. Das heißt, wir können hier drauf gehen auf diesen Ast und sollten dann weiter. Wo? Hier. Oh, Leute, der Boss wird geil. Der Boss wird so anders. Vor allem das Coole ist, wir haben eigentlich schon die richtigen Smoothies, weißt du? Maximale Gesundheit plus und Heilgegenstand. Der Felspelz. Ich nehme an, das ist wird uns gut helfen bei diesem Bosskampf. Mm. Dann wiederum, Digga, ich will ja keinen Bosskampf. Ja, das ist wahr. Allerdings auch die andere Sache. Was kriegen wir denn bitte schon für Gegenstände von dieser Spinnenmutter? Ey, da können wir doch Sachen craften, die jenseits unserer Vorstellung sind. Irgendwelche Stufe 4 Waffen oder sowas richtig Übertriebenes. Wir haben letztens tatsächlich noch drüber nachgedacht, was interessante DLCs wären von dem Game. Und ich finde, dass da wäre ein valides. Das wäre schon ein sehr valides, ja. Guck mal, da unten ist noch Science. Schaffst du das? Da unten, ja klar. Sehr schön. Science. Perfekt. Damit können wir uns neue Sachen von Burgle kaufen. So, und hier geht's dann ab runter zur nächsten Station. Machen wir. Wie sie so ausrasten. Ich liebe es. Sau cool. Spinnen. Oh mein Gott. Das sind die Bosse, Leute. Das sind die Bosse, von denen geredet wurde. Sicherheit, mach das nicht kaputt. Ich hab's gerade fast selber kaputt gemacht, Entschuldigung. Alter. Jetzt hier so eine Bombe hinschmeißen, weißt du? Was? Alles ist einfacher mit Bomben. In dem Spiel hier. Guck ihn dir an. Oh. Guck ihn dir einfach an. Süß, wie er ist. Da ist er. Und der stolze Papa. Keins der Kinder sieht dir ähnlich. Also, anscheinend... Ich mache immer so gern Vermutungen, weißt du, ob das so ein bisschen unser Onkel ist oder sowas im Nachhinein, ob das überhaupt unser Garten ist. Aber scheint so, als ob der eine ganz andere Familie hat. Aber es ist auch ein bisschen älter, er hört sich ein bisschen älter an. Und es war ja 1989 oder so. Richtig. Als er hier aktiv war. Richtig. Ich weiß nicht, ob wir die nächste Generation sind. Vielleicht haben wir das Haus jetzt gekauft und keine Ahnung, im Keller steht immer noch dieses Schrumpfding. Wir haben uns aus Versehen geschrumpft. Diese Schrumpfnudel? Irgendwie ist da so eine Schrumpfkopf. Ganz komisch. Okay, also hier ist... die sind einfach die Akten festgewebt. Das ist bestimmt der Muttersnack. Der Muttersnack, Alter. Okay, sollen wir? Ja. So, öffnen hier. Erstmal eine Quarzitscherbe, mega geil. Das hier, mega geil. Das hier, Fliegenklatschos. Und was ist das? Heckenmeister! Erfrischend und nährstoffreich, senkt die Geschwindigkeit, mit der Hunger und Durst zunehmen. Oh, schön. Schön, 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 schön. Das haben wir schon, oder? Ich bin mir nicht sicher, glaube aber auch. Lass mal kurz gucken. Das gilt aber sowieso nur, die ganzen Smoothies gelten nur für 2 Minuten. Das stimmt, leider. Vielleicht gibt's irgendwann eine Ausrüstung, dass die länger halten, oder vielleicht... Eine Mutation. Vielleicht eine Mutation. Läusehonigtau, Eichelbrocken, ja, der ist relativ gut machbar. Und hier liegt noch ein Memo. Klappe! Today, Trudy asked, or rather insisted, I take a break from my work for a family day.
I'll admit, the argument that preceded my reluctant agreement was one for the ages. She just doesn't understand how important the work is. But in the end, all was not lost. As fate would have it, our little trip to Stormin' Beach's Wave Park has given me fresh inspiration. A particular attraction sported a zip line over an undulating pool filled with Sun-baked tubers, basking in the light of the cruel sun that baked them like red, red raisins. Was? Bitte was? It was the zip line that captured my imagination. Such an elegant solution to my problems in the hedge. When we got home, it was straight back to work. After another argument, of course. Ja, die Frau hat's bestimmt nicht leicht. Nee, glaube ich halt auch nicht. Aber ich wäre so froh, wenn wir irgendwann diese Ziplines selber erstellen könnten. Das wäre nämlich extrem cool. Dann würden wir anstatt unsere aktuell schräg stehende Spinnentrampolinfalle, die uns immer umbringt, würden wir ein Zipline hinmachen. Das wäre so geil. So eine Zipline, das wäre cool. Das wäre richtig geil. Zuerst so eine Vorrichtung, die man sich so an den Arm klemmt und dann so. So diese Ziplines, so diskartig, die man dann halt so wirft und dann irgendwie so psch, und dann stellt die sich von alleine auf. Irgendwie. Das wäre schon geil. Das wäre cool. Ich habe irgendwie gerade gar nicht daran gedacht, dass man die einfach da und da bauen und da bauen und verbinden kann. Ja, nee, macht auch keiner. Irgendwie dachte ich gerade, das muss man mit einer Disk machen. Jeder hat dafür Ziplines, also wirklich jeder coole. Oh. Was? Es geht hier jetzt auch schon knallhart weiter. Wo sind wir denn auf der Karte aktuell? Lass mal gucken. Wir sind in der Nähe des Superteichchips. Das ist gut. Wir sind auf jeden Fall viel weit gekommen. Wisst ihr noch, wo hier die Baumwanzen waren? Ja, die angeblichen Baumwanzenbrocken. Ne? Es war da ein Brocken. offenes Zelt. Hier ist es. Zack, 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 zack. Und Respawn-Punkt setzen. Wir haben uns jetzt gerade wieder ein kleines Zeltchen gecraftet, an dem wir unseren Respawn-Punkt machen können. Denn wir sind wirklich schon sehr, 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 sehr nah am Ziel. Und wenn wir jetzt runterfallen, müssten wir alles wieder von vorne machen. Und das will keine Sau. Das will keiner. Deswegen, nächstes Mal gehen wir noch ein bisschen weiter Richtung Superchip.